Ja, also wie gehört, wir müssen ein bisschen Zuckerrohr hier abladen. Machen wir das jetzt gleich. Und laden wir dafür Heilkräuter auf. Sind jetzt wie viele Tonnen? Mal schauen. 20 Tonnen, ja. Also hier sehen wir die Berge, gehen wir mal hier hin. Womit können wir dienen? Mal sehen, was passiert. Ach, das dauert wieder. Ich drücke wieder auf F7. Einfach damit es schneller geht. So, kurz vorm Ereignis auf F5 wieder. Einfach, damit es. Gerade als du schon umkehren willst und dich selbst einen Narren schiltst, erblickst du sie. Die langsam schwindende Nachmittagssonne taucht die vier Bergspitzen in glühendes Abendrot und sie scheinen darin zu leuchten. Überwältigt von der Schönheit, die sich dir bietet, trittst du näher an den Fluss und suchst nach Schriften am Fuße des gehauenen Wunders. Das Meer, ein weites Blau und Grün, der Fluss bewegtes Ungestüm, der See geheimnisvoll und still, birgt Wunder und Geleit, so finde ihn als Teil des Weges. Ja, und hier sehen wir den Haken im ersten Auftrag und hier unten ist schon der zweite. Es steht wieder dieser Spruch der Statue, aus dem wir im Moment noch nicht viel schließen können, aber ich denke mal, sobald wir im Schiff sind, wird hier wieder eingeblendet Zu Diensten, mein unser Ort, König! wohin wir müssen. Gut, wieder auf schnell. Und so, ein bisschen langsam. Zurück auf der Seafalken rollst du mit zittrigen Händen die Seekarten aus und begutachtest das Umland. Ein See, geistert es dir in deinem Kopf. Den Auftrag und deine Eltern vergessen, studierst du die Karten der umliegenden bekannten Eilande. Auf keiner bist du je gewesen. Tatsächlich, etwas bleich um die Nase ruht dein Finger auf der Plata Nilane, der Nachbarinsel deiner Heimat. Natürlich, dort soll es einen See geben. Die Fischer beziehen von dort das Trinkwasser für New Haven, Maine. Aber soweit es dir in den Sinn kommt, hat keiner je diesen See überquert. Du erinnerst dich an das Geschenk des Indianerhäuptlings und segelst hastig los. Ja, und hier sehen wir wieder eingeblendet die Fahne. Und fahren wir mal. Ah, hier sehen wir den See. Die Flotte Gut, fahren erwartet wir mal eure hin. Befehle, Kommandant. Hier sehen wir einen See, umkreist von Bergen. Nur hier ist ein kleiner Strand und ein kleiner Wald. Und hier sehen wir wieder eine Statue. Und ja, wie kommen wir auf die andere Seite des Sees? Wir haben hier eine Paddel bekommen von Indianerhäuptling. Und ich vermute, die hat etwas damit zu tun. Ich habe jetzt wieder auf F7 getan, damit sich die Geschwindigkeit verschnellert. Ja. Weil sonst dauert das ja ewig. Okay, und jetzt wieder auf F5, Schiff ist gleich da. Jep, hier ist es. Boah, das geht ja ewig langsam. Na, gleich haben wir es geschafft. So, abladen. Gehen wir mal zum See. Wir erwarten euren Befehl. So, auf diese kurze Distanz brauche ich, glaube ich, jetzt nicht F5 drücken. Ich glaube, das geht auch so. Ah, und hier ist ein Boot erschienen. Kleines Boot. Gehen wir hier mal an Mache Bord. mich auf den Weg, Herr. Ja, und ich würde sagen, fahren wir mal hier rüber. Ahoi, ihr Mehr als Landratten! falsch kann es ja nicht sein. Ja, ich finde das Boot ja ganz süß. So ein kleines Boot mit einer Hütte drauf und hier so ein Ofenrohr. Sieht doch ganz schnieke aus.
So, und gehen wir mal hier zu dieser Statue. Mal schauen, was passiert. Hier liegt ein Skelett, habe ich gerade gesehen. Oh, und der Esel bleibt hier stehen. Naja. Erst als die Klippen, welche die Ufer des Sees zieren, plötzlich und unerwartet abreißen und einen von feinem weißen Sand befleckten Streifen Land freigeben, umfängt dich wieder die Gewissheit, nicht verrückt zu sein und einen Geist zu jagen. Kaum ans Ufer getreten, kannst du auch schon die verborgenen Spitzen der Statuen im Berg erkennen. Im Laufschritt, begierig zu erfahren, welche Botschaft dich erwartet, stolperst du durch das hochgewachsene Dickicht auf sie zu. Das Eiland klein und grün geziert, ein Kreis von Felsen und Gestein, bewacht von Untier acht Gebein, habt acht und geh als Teil des Weges. Eilig drängt es dich zurück an Bord der Seaforken, denn hier an diesem unheimlichen Ort willst du keinesfalls die Nacht verbringen. Ja, und hier wieder der Haken und die neue Mission sozusagen. Also, gehen wir mal zurück aufs Boot. Da können wir jetzt gleich F7, geht einfach schneller. Und ja, den Esel nimmt er jetzt hoffentlich mit. Ja, perfekt. Und wieder zurück. Und abladen und wo soll's denn gehen? Jetzt haben wir die Paddeln gebraucht. Tja. So, jetzt wieder auf F5. Keine Ahnung warum, aber ich mach's einfach. Tja. Wo müssen wir hin? Die Botschaft der Statuen spricht von Gefahr durch ein Untier. Aber wo musste man Obacht haben? Aufgeregt suchst du nach einem Felsenkreis, der markant genug ist, um auf Seekarten verzeichnet zu sein. Die Insel, von der die Inschrift sprach, konnte nur Ile Achara sein. Schon als Kind hast du von dieser Insel im Norden nur grausame Geschichten gehört. Ein erleichtertes Grinsen ziert dein Gesicht. Natürlich nur ein Märchen, beruhigst du dich selbst und legst dich in die Hängematte zur Nachtruhe, um gleich beim ersten Morgengrauen den Hafen von Ile Achara aufzusuchen. Ja, okay, hier oben wieder die Fahne. Und hier sehen wir einen Steinkreis und... was ist das? Schippern wir mal auf. Ahoi, ihr Landratten! Schaut aus wie eine Ruine. Was ist das? Eine Spinne. Also, eine Spinne hat normal 8 Beine. Es kann schon sein, dass damit die Spinne gemeint ist. Dieser Tempel sieht ja geil aus. Schade, dass man den nicht im normalen Spiel bauen kann. Gefällt mir. Schaut ein bisschen orientalisch aus, hier mit diesen zwiebelbogenförmigen Bögen. Und ja, hier diese Dreiecksform ist eher griechisch. Und Säulen auch griechisch. Was das wohl mal für eine Kultur gewesen war. Ach, F7 sollte ich mal drücken, dann geht's schneller. So, jo, hier sind wir und abladen. Müssen wir jetzt gegen das Ungetier kämpfen? Nach einem üppigen Frühstück und voller Abenteuerlust fährst du los. Schon bald siehst du die mächtigen Massive der Insel. Als du dein Schiff auf den Steg zusteuerst, entgeht dir nicht der Verfall. Abermals beschleicht dich ein ungutes Gefühl. Es ist eindeutig, dass hier schon viele Jahre niemand mehr gelebt und sich um die Bauten gekümmert hat. Eine alte Holzlanze in der Hand, gefunden im heißen Sand der Insel, arbeitest du dich immer weiter zu den kreisförmigen Bergen vor. Oha, hier sehen wir eigentlich dieser Steg mit dem zerstörten Markthaus oder Kontor, der erwähnt wurde jetzt in dem Text. Ja, Scout, ja. Hä? Wo ist der? Ah, da. Na gut, die Paddel ist weg, dafür haben wir jetzt einen Speer. Naja, hoffen wir mal, dass uns der hilft im Kampf. Auf dem Weg, mein König! Gehen wir ein bisschen schneller. Jetzt
bin ich aber gespannt, wie das ausgehen wird. Ja, die Spinne dürfte uns bald bemerken. Ja, hier kommt sie. Ergebt euch! Alarm! Okay. Ein Kampf ist entbrannt. Ja, die ist schnell hin. So, das war's. Wir sind zur Hälfte geschwächt. Naja. Sie ist tot. Oh, war ein kurzer Kampf. Habe ich mir irgendwie länger in Erinnerung gehabt. Auf den Weg, mein König! Wie unser Herr befiehlt. Passiert nichts. Wir erwarten euren Befehl. Zu Diensten, mein König. Normal sollte jetzt was kommen. Ah, ich sehe schon. Hier sind noch ein paar Statuen. Wo soll's hingehen? Das war jetzt ein bisschen irreführend. 1, 2, 3, 4 Statuen. Naja, ich denke mal, die ist gemeint. Hoffe ich zumindest. Verwundet, ja, aber erleichtert, dem Spinnenbiest lebend entgangen zu sein, kniest du vor der mächtigen Statue. Der Kampf mit dem Untier ist nicht ohne Folgen geblieben, und das Gift dieses Monsters schwelgt in deinem Körper und vernebelt dir langsam die Sinne. Golden schimmern Dach und Berg, das Volk vor Weisheit und Verstand, weit im Süden wohnen sie, so mancher dort schon Heilung fand, als Teil des Weges. Du gehst zurück zum Boot und machst dich auf nach Süden. Die Inschrift besagt, dass du dort Heilung finden würdest. Dein Verstand sagt dir, dass du diese brauchen wirst. Hätte Jacqueline nicht wieder einmal mitgeholfen, wäre dieses Unterfangen wohl kaum so glimpflich ausgegangen. Tja, Jacqueline hat mitgeholfen. Ich stelle mir gerade vor, wie der Esel die Spinne beißt oder tretet oder irgendwas. Witzige Vorstellung. Ah, hier ist schon die Fahne. Oh, das sind Azteken. Klingt interessant. Azteken finde ich persönlich ja sind das geilste Volk, außer Venezianern. Sozusagen das zweitgeilste Volk, weil sie haben einfach so fette Tempel. Ist einfach schön. Gefällt mir. So, F7. Wollen wir ja nicht lang warten. Und rein ins Schiff. Was kann ich für euch tun? Und hopp hopp. Hier, der Speer ist wieder weg. So, und runter auf diese Insel. Hallo? Ah, okay. Diese war's. Ahoi, Captain! Okay, perfekt. Ja, ich würde jetzt nur interessieren. Golden schimmern Dach und Berg. Ja, die Azteken hatten viel Gold. Wobei, ist hier irgendwo ein Dach, das golden schimmert? Schaut nicht so aus. Vielleicht diese Statuen, ja. Naja. Weisheit und Verstand, ja, das hatten sie auf jeden Fall. Süden wohnen sie, ja. Heilung. Haben die Medizinmänner irgendwo? Naja, ich bin gespannt. Ach, das Lied, das gefällt mir ganz gut. Ich weiß nicht, ich glaube, ich kann sogar einen Sound ein bisschen lauter machen. Einfach, weil es so geile Lieder sind. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. Weil ich weiß nur, hier im Spiel ist der Sound von der Musik dann ein bisschen leiser als im Endeffekt auf der Aufnahme. Tja, ich hoffe mal, dass das passt. Sonst haben wir halt Pech gehabt. Jo, und ich warte. Ich hoffe, das geht sich mit dem Geld aus. Wir haben ja durch das Schiff 55 und durch den Scout 5 Militärkosten.